Guten Tag, mein Name ist Hans-Dieter Schad. Ich war Einreicher, Gutachter, Führungskraft und Beauftragter für das betriebliche Vorschlagswesen. Nun bin ich Wissenschaftler, Autor und Blogger für das Ideenmanagement. Heute möchte ich Ihnen die Doppel-D-Herausforderung für das Ideenmanagement vorstellen, nämlich die Herausforderung durch den demografischen Wandel und durch die Digitalisierung. Beginnen wir mit dem demografischen Wandel. Der Begriff des demografischen Wandels ist mit Grafiken verbunden, wie wir sie hier sehen. Die gute alte Zeit, das sei die Zeit gewesen, als die Bevölkerungspyramide noch einem Tannenbaum glich. Gut, diese Tannenbaumform kam nur dadurch zustande, dass ziemlich viele Menschen ziemlich früh gestorben sind. Die Entwicklung zeigt sich in den nächsten beiden Bäumen. Was heißt das jetzt konkret? Drei Altersgruppen an, für die Alten, die Erwerbstätigen und die Jungen. Viele ältere Menschen heißt, wir haben viele erfahrene Fachkräfte, die als Einreicher, Gutachter in der Realisierung sich beteiligen können. Und wir haben auch einen guten Teil an Menschen, die gesundheitlich in der Lage sind, über das spezielle Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten und einige davon tun dies auch gerne. Teilweise im Rahmen einer Teilzeit- oder einer freiberuflichen Tätigkeit, insbesondere aber auch im Bereich von gemeinnützigen, wohltätigen Organisationen. Diese Menschen haben viel Erfahrung, Berufserfahrung, Sozialkompetenz. Der Stand der Technik, der Digitalisierung ist nicht selbstverständlich. Ja, eine ganze Reihe älterer Fachkräfte ist auf dem aktuellen Stand der Technik, aber das muss sich erarbeitet werden. Schauen wir uns die Erwerbstätigen an. Hier ein Schaubild, das mein Kollege Thomas Mühlbrath entwickelt hat. In der älteren Zeit, in der Zeit, in der die heute älteren Erwerbstätigen groß geworden sind, dauerte eine Ausbildung bis etwa, sagen wir, 27. Mit 27 kam man aus der Hochschule oder hatte seine Techniker- oder seine Meisterausbildung abgeschlossen. Die Halbwertszeit des Wissens, also die Zeit, in der etwa die Hälfte der Berufskenntnisse veralten, ist schwer zu messen, schätzen wir sie mal auf 25 Jahre. Das heißt, mit 53 war man in dem Status, wo etwa die Hälfte der Kenntnisse noch aktuell war. Das war aber zugleich auch das Alter, in dem der Vorruhestand zumindest in die Sicht kam. Und bis zu einem Alter von, sagen wir, 58 Jahren konnte man sich irgendwie schon im Erwerbsleben noch weiter durchhangeln. Ja, das offizielle Renteneintrittsalter war 65, aber kaum jemand arbeitete tatsächlich bis 65. Schauen wir uns die künftige Entwicklung an, hier als Jonas bezeichnet. Wir haben die Schule auf 12 Jahre reduziert, wir haben Bachelorstudiengänge. Es ist realistisch, dass Menschen mit 22 Jahren ihre Ausbildung erst einmal abgeschlossen haben. Die Halbwertszeit des Wissens reduziert sich, da sind sich die meisten Beobachter einig. Um wie viele Jahre das genau sein wird, ist schwer zu schätzen. Gehen wir mal von 20 Jahren aus. Dann ist Jonas also mit 43 Jahren so weit, dass er die Hälfte seines beruflich notwendigen Wissens nicht mehr auf dem aktuellen Stand hat. 43 Jahre war schon immer ein viel zu junges Alter, um an den Vorruhestand auch nur zu denken. In künftigen Zeiten wird das eher noch verschärft der Fall sein. Das heißt, Jonas braucht eigentlich in der Mitte seines Berufslebens eine zweite Ausbildung, um wieder auf den Stand der Dinge zu kommen. Danach kann er dann bis 62 arbeiten und wenn 68 der offizielle Renteneintritt ist, okay, das wird er auch noch hinbekommen. Was für eine Ausbildung kann das sein? Diese zweite Ausbildung ist sinnvollerweise natürlich eine, die die Erfahrungen und Kenntnisse des ersten Berufslebens mit einbezieht. Spontan und für diesen Kanal nicht untypisch, kommt mir dort eine Ausbildung zum Ideenmanager in den Sinn. Dann schauen wir uns die Jungen an. Es gibt immer weniger junge Menschen. Daran
kommen wir nicht vorbei. Aber das ist nicht die einzige Entwicklung. Wir haben zusätzlich die Entwicklung der Digitalisierung, der Möglichkeit, dass Roboter und Computer größere Aufgabenpakete übernehmen. Und damit stellt sich die Frage der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine neu. Wir müssen uns also fragen, wo ist menschliche Arbeit wirklich sinnvoll? Wo können wir die Arbeit besser Maschinen übertragen? Hierzu gibt es eine berühmte Studie und das zentrale Schaubild finden wir auf dieser Folie. Frey und Osborne haben 2013 prognostiziert, dass in etwa den nächsten 20 Jahren, sind sympathischerweise dort etwas unspezifisch, denn die Zukunft ist offen, etwa die Hälfte der Tätigkeiten, auch dies ist eine grobe Schätzung, von Maschinen übernommen werden können. Und welche das sind, das sehen wir hier auf der rechten Seite. Das sind Service, das ist Sales und die verwandten Berufe. Ja, natürlich, wenn aller Welt bei Amazon aufkauft, dann brauchen wir keine Verkäufer mehr. Das sind keine Überraschungen, eher die landwirtschaftlichen Tätigkeiten, während Management und dergleichen eine geringe Chance nur haben, von Maschinen übernommen zu werden. Stellt sich die Frage, ist Lean-Management eher ein Bereich von Service oder, so wie es der Name ja nahelegt, eher ein Bereich von Management? Mit Thomas Mühlbrath habe ich zusammen einmal drei Szenarien durchgespielt. Das erste wäre das Szenario, nach dem Ideenmanagement einfach eine Dienstleistung ist wie andere auch und nur teilweise übernommen werden kann. Das heißt, nach wie vor werden Ideenmanager das Ideenmanagement betreiben, aber intelligente Assistenzsysteme werden unterstützen, werden beispielsweise überprüfen, ob eine bestimmte Idee in einem anderen Unternehmenszweig verwendbar ist, ob der Ersatz von einem bestimmten Material nicht nur bei diesem Bauteil, sondern auch bei anderen Bauteilen möglich ist, ob ein Prozess, der gerade verschlankt wurde, so auch in anderen Bereichen einer Verwaltung durchgeführt wird und dort ebenfalls übernommen werden kann. Das sind Aufgaben, die Assistenzsysteme gut übernehmen können. Das Extremszenario 2 sagt, die Menschen werden überflüssig. Intelligente Systeme können in Zukunft deutlich mehr, als wir das jetzt vorhersehen können. Und einfache Dinge wie Verbesserungen erkennen, das ist etwas, was wir der künstlichen Intelligenz übertragen können. Wir benötigen dafür nicht mehr als eine gute Dokumentation der Prozesse und die findet sich ja wohl in jedem Unternehmen. Das dritte Szenario sagt, die Technologie verändert nur das organisationale Lernen, also das Ideenmanagement. Routineverbesserungen werden von intelligenten Systemen übernommen und automatisch durchgeführt. Wenn irgendwo eine Verbesserung dadurch entsteht, dass eine Materialzuführung geändert wird, dann wird automatisch überprüft, wo derartige Materialzuführungen noch zu finden sind. Und es werden diese Materialzuführungen automatisch angepasst. Dafür benötigt man keine Menschen mehr. Doch radikale neue Ideen, grundsätzlich Neues zu denken, das können Maschinen nicht. Dafür bleiben Menschen notwendig. Zukunft ist offen. Wenn Ideenmanager nichts tun und sich aus dem Geschäft mit der Digitalisierung zurückziehen, dann wird Szenario 2 relativ wahrscheinlich. Wenn Ideenmanager sich auf dem Stand der Technik halten und sich aktiv in diese Prozesse einbringen, dann halte ich Szenarien 1 und 3 ebenfalls für möglich. Diese Szenarien haben wir entwickelt in einem Aufsatz für den Band Zukunftsorientiertes Ideenmanagement, das vom Zentrum Ideenmanagement herausgegeben wurde und in deren Webshop auch nach wie vor erhältlich ist. Wenn Sie weitere Beiträge in dieser Art sehen wollen, dann schauen Sie gerne auf dem Ideenmanagement-Blog vorbei, www.ideenmanagementblog.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.